Was mich an Friedrich von Bullschwingk immer interessiert hat, ist die Zeitgenossenschaft zu Karl Marx. Er war zwar 13 Jahre jünger und noch ein Teenager von 17 Jahren, als das Kommunistische Manifest erschien, aber die haben 51 Jahre in derselben Welt zusammengelebt und manchmal auch in derselben Stadt. Bodelschwingk war zum Beispiel Armenpastor in Paris und Marx hat da ja seine frühen Rebellen, Mitrebellen gefunden. Das Interessante ist, dass das sozialistische Organisationsmodell von Marx heute in einer großen Krise ist und Bethe das Werk von Bolschwing immer noch besteht. Darüber kann man wirklich ins Grübeln kommen. Ich glaube inzwischen, der Bolschwing hat die Macht des Kapitalismus realistischer eingeschätzt. Er hat es nicht für möglich gehalten, dass man das mit einer straffen Arbeiterorganisation umgewälzt kriegt. Er hat gedacht, man muss sich um die Opfer kümmern. Für die war Bethel eine antikapitalistische Insel. Für die brotlos gewordenen Handwerker, für die Wanderarbeitslosen, für die Behinderten, die nicht mehr auf den Höfen unterkamen, für die Bauern, denen man das Land genommen hatte, für die war Bethel eine Hoffnung. Und gleichzeitig auch immer ein Stachel im Fleisch. Der Bodelschwingk war sehr wütend über die Eliten seiner Zeit und hat da glühende Reden gehalten, auch im Preußischen Landtag. Und ich hoffe, dass das heutige Bethel diesen Impuls, Stachel im Fleisch, Gegenmodell, und Nüchternheit in der Bilanz der Nöte der Welt, dass es das behält. Das wünsche ich Bethel. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.